Hallo, ich bin Amy, 11 Jahre alt und spiele in unserem Verein Trompete. Hallo, ich bin Per, 10 Jahre alt und spiele in unserem Verein Trompete. Und wir wollen heute die Geschichte unseres Vereins erfahren. Also, lasst uns nun den ersten großen Sprung machen. Zurück in die Vergangenheit zur Gründung unseres Vereins 1953. Kommt! Wir befinden uns in der Anfangsphase des Spielmanns- und Fanfarenzuges Lindau. Es ist uns gelungen, 2 ehemalige Spielleute zu finden, die die Zeit aktiv miterlebt haben. Wir begrüßen Hubert Lux und Hans Wand. Ich bin ein halbes Jahr später eingetreten mit Walter Lux, das ist sein Bruder. 1953 war ja der Anfang. Ein halbes Jahr sagt Walter seinem Bruder, komm her, das macht Spaß. Und dann bin ich auch mit eingetreten. Und hatte vorher aber schon von meinem Opa ein Signalhorn. Da habe ich immer schon drauf gespielt. Mir hat das im Anfang, wo wir die Hörner gekriegt haben, war das für mich ja leicht, weil ich den Ansatz ja schon hatte. Ne? Ich war, glaube ich, 13 Jahre alt und ich habe so geübt zu Hause. Meine Brüder, Walter und Horst, die waren ja drinnen. Ich habe auch so ein bisschen auf dem Kochbott geübt, trommeln. Und einmal sagte er, naja, kannst du ja trommeln. So, ja. Immer so geübt. Und dann bin ich mal mitmarschiert, ja, und seitdem bin ich drinne. Das ist ja vom Sportverein, ging das ja damals, ne? Heinz Rüther, der hat das dann übernommen und der hat uns dann das in der alten Schule haben wir dann geübt, hier in Lindau, ne? Dann hat er an der Tafel, Grifftabelle, die Flöte hat ja 7 Löcher und dann hat er die, das Pausenzeichen war eine 0 und dann ging das los. Einmal die Woche war das? Freitags. Freitag, ne? Ja, Freitag. War immer Tamtam, ne? Rüther war ja auch ein bisschen hitzig. Einer nicht so wollte, hat er gleich Schlüsselbund geschmissen. Ja, das war streng. Ja. Dann war Schützenfest in Lindau. Und dann hat Horst das übernommen und hat den Haufen zusammengesucht. Haben wir noch ein Bild da drüben hängen. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gespielt. Und dann hat er doch einen Zug zusammengekriegt, Horst. Ein bisschen anders war das schon. Und zwar ging das da um die Fanfaren. Und Rüther wollte das damals noch nicht. Er wollte weiter den Spielmann zu haben mit Pfeifen nur. Und Horst wollte gerne modern und wollte mit den Fanfaren nur. So war das. Und ich weiß noch, das war ja der Herr Wunderlich, der hatte dann auch. Und mit Horst bin ich zu Wadelstedt, das war in Alt-Gandersheim. Habe ich die erste Fanfare gekriegt. Dann habe ich mich hier auf den Sportplatz gestellt und dann hier die erste war Blasen. Das war schon ein Unterschied zwischen Horn und Fanfare. Das war ganz schwer. Die ersten Fanfaren haben wir noch nicht bezahlt. Nee, immer auf Ratenzahlung. Ja, das war so. Ja. Naja, wir hatten ja nicht gleich 20 Stück, das waren wir immer ein paar. Ne? Und dann mussten wir erstmal spielen lernen und dann mussten wir erst Geld verdienen. Das war ja nun auch nicht so flüssig wie heute. Also die Uniformjacke weiß ich, die hier schon die Goldsitzen hatten, die mussten wir bezahlen bei dem Schneider, der hat die in Lindau war. Der war ein Schneider und der hat uns die Uniform gemacht. Und die mussten wir damals schon selber bezahlen. 20 Leute vielleicht. Unser Privatgefahren und später dann, als wir mehr wohnen, dann wurde schon der Bus genommen. Also man kann sagen, wir haben im Umkreis, wenn irgendwo was war, haben wir gespielt. Wir haben ja den Preis ausgemacht, der Schützenvorstand oder sonst wer gerade da. Und dann wurden wir gespielt. Das war Heidemarsch, Salzgittermarsch, Husarenmarsch, Alte Kameraden, Torgauer, Torsig Gloria. Die Ambusbrücke haben wir später jetzt gemacht. Und zwar war Salzgitter-Wadenstedt, das war unser Vorbild immer. Das war eine ganz tolle Haus. Ja, man immer nach die haben schon moderne Sachen gespielt. Mhm. Ja, die waren immer den Ersten gemacht. Und den Tag, wo wir immer waren, da haben wir denn den Ersten gemacht. Und zwar durch einen Fehler, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Jedenfalls war noch einer mit, die haben sie an der Theke gestanden und haben mit dem Pauker haben sie einen getrunken. Der hatte wohl zu viel genommen. Und einen Fehler gemacht. Und bei der Preiswertung, da haut er richtig so mal ein nach Bombs und da war es passiert. Jedenfalls haben sie da gefahren. Salzgitter Wahlstedt hatte nur einen zweiten und wir einen ersten. Und da ging natürlich los, hurra. Ne? In Köln oder Mainz, das weiß ich jetzt nicht genau, und Hubert auch nicht. Jedenfalls, wir haben ja immer das Vorspiel gemacht. Das hat
Horst zu uns gesagt, hört mal zu, heute machen wir die Jüngeren, müssen das auch mal machen. Ne? Und er zieht hoch und kam nichts. Und da hat er schnell Bewegung gemacht und mussten wir beide nachgezogen. Und haben wir zwei einen Platz gemacht. Aber so ist das. Ne? Er hat es gut gemeint. Ja. Die Jüngeren sollten nun das auch mal machen. Kann alles passieren. Ja. Ne? Also, wir haben eigentlich alles gerne gespielt. Wir haben ja viel in Göttingen immer. Wenn da Schützenfest war, Lindau, ab nach Göttingen. Da ging das los. Da war mal ein Fest gewesen. Da war so eine Hitze, dass der Teer geschmolzen war. Unsere Schuhe, die klebten. Ja. Das war eine Sache. Da habe ich die Bilder noch von, wo wir da an der Seite stehen, wo wir den Durst löschen. Also könnte man so ein dickes Buch schreiben. Aber das ist ja. Wir befinden uns nun in der Zeitspanne, in der es erstmal einen Jugendzug gab. Es ist uns auch hier gelungen, zwei ehemalige Spielleute einzuladen, die uns Rede und Antwort geben können aus dieser Zeit, die sie miterlebt haben. Wir begrüßen ganz herzlich Dieter Beweber und Wolfgang Wunderlich. In der Schule ging das natürlich dann Mundpropaganda und dann kamen wir da an, wir beide waren die Ersten. Ja, du warst der Allererste, weil dein Vater hat ja die Pauke gespielt. Ja. Und deswegen war es ja eigentlich auch irgendwie jetzt nicht was Außergewöhnliches, dass du im Endeffekt der Erste warst, der eigentlich jetzt Publikum gemacht hat und das mich angesprochen. Ja. Bernd Kosebeck wurde angesprochen, Pongo wurde angesprochen und so wurde das jetzt, sage ich mal, publik gemacht, Mundpropaganda. Und dadurch, sage ich mal, hatten wir ruckzuck, ich glaube, 6, 7 Leute zusammen. So ist das, glaube ich, damals entstanden. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Mädchen, die da Interesse hatten, mitzuspielen. Nee, man hat nichts gegen Mädchen gehabt, um Gottes Willen. Aber es wurde ja im Endeffekt, sage ich mal, bei der Spielmannshoch war ja auch alles nur gestandene Leute. Und es sind wir hinzugekommen als Jugendliche. Dann hat sich das einfach so ergeben, dass wir da im Jugendzug angefangen haben, obwohl wir hatten ja auch am Anfang, als wir angefangen haben, Spielmannszug übergreifend, hatten wir ja auch noch die Querflöte am Anfang. Da hatten wir mit Heinz Rüther, der damals auch beim Spielmannszug Tambourmajor war, da hat der mit uns ja auch schon mal unten im Keller, in der Sporthalle, links unten, da haben wir ja noch Querflöte gespielt und er hat ja auch versucht, uns damals Noten beizubringen. Aber es hat ja nicht hingehauen, dann wurde das ja nur wieder mit Zahlen gemacht. Ja, nur, das war ein ganz kurzer... Das war nicht lange. Dann sind wir einfach rübergegangen zum... Aber einfach gemerkt, das war nichts für uns. Das war nichts für uns, nee. Mit den Blasinstrumenten, das war besser für uns. Ja, angefangen haben wir ja mit Hörnern. Da haben wir ja die alten Hörner erstmal gekriegt. Die alten Hörner, diese damals der Spielmannszug, der hat ja auch Hörner gehabt. Und da haben wir doch immer die Hörner erst bekommen und sind doch immer unterm Wald. Sind wir doch immer lang marschiert und da haben immer geblasen. Da waren wir, welche haben eine Trommel gehabt, wir haben die Hörner gehabt. Dann sind wir vom Hopfenberg zum Roten Weg immer hin und her marschiert, von oben nach unten und haben immer haben wir immer schön da welche reingepfiffen. Ja, so fing das an. Die ersten langen Instrumente gekriegt mit den Tüchern dran. Ja, und dann ging das dann los. Je mehr wir, dann haben wir auch zweimal die Woche geübt. Mit dem Freitag und dem Sonntag. Freitagabends und 19 Uhr oder ja, 19 Uhr, ne? Ja, ungefähr. Ungefähr. Ja, 18:30 Uhr. Und am Sonntag war es immer um 10 Uhr. Ja. Und waren auch immer eigentlich genug Leute da. Wenn ich immer noch überlege, der alte Tato Lux, das ist jetzt ein Uropa, der jetzt auch immer akribisch war und immer zugehört hat. Denn der alte Giesel, die haben ja immer da gesessen. Also gesessen auf den Bänken. Auf den Bänken. Also das muss man sagen, die waren immer da und haben immer zugehört, wie wir spielen und wie die Entwicklung ist. Wir hatten da wirklich jetzt einen vorne stehen. Die Stimme war nicht die beste, aber... Vorgesungen. Ja, Horst Lux selber, Rotter, der hat immer vorgesungen und wir haben das dann nachgespielt. Dass das alles so funktioniert hat, ein Drum und Drennen, also das zeugt auch davon irgendwo, dass wir doch einigermaßen musikalisch waren. Ne? Ich weiß nur, dass wir Vizemeister geworden sind. Ja, und du bist Deutscher Meister. Und ich bin Deutscher Meister geworden, ja. Viele gab, die überhaupt keine Noten oder was überhaupt nicht kannten, außer Banknoten.
Ja. Wir haben als erstes haben wir mal dann B-Trompeten gekauft gehabt. Ne? Also ja. Die haben wir selber bezahlt. Die kamen nicht vom Verein. Das waren Bernd, Dieter und ich. Richtig, wir waren. Wir haben dann die drei B-Trompeten gehabt und haben dann uns, die haben wir praktisch, haben unsere Eltern oder so, haben, ja, wir haben ja kein Geld gehabt, die Eltern selber bezahlt. Ferberliner, Salzgitter, dein Königsberger. Ja, da haben wir dann schon die B-Instrumente mit reingebracht. Ja. Aber das passt alles nicht so. Das wurde nachher dann immer weiter umgestellt. Ne? Puppet on the String, ja, Sandy Shaw. Bongo selber, der Name ist so entstanden. Kannst du mal ganz kurz mal so erzählen? Wir waren, gingen damals noch in der Schule, das muss auch so 1966 gewesen sein. 66, 67, auch die Zeit. Da sind wir, hatten wir ja in der Schule immer irgendwo, jetzt, wir waren die, ich glaube, die letzte Klasse oder vorletzte Klasse, hatten wir immer mal Toilettendienst und Türdienst und. Da bin ich da an Hausmeister Brinkmann, der war damals Hausmeister in der Schule, da bin ich da vorbei. Gegangen. Da hat er mich erstmal gefragt, was ich überhaupt hier drin zu suchen habe, ob ich nicht raus muss oder ob ich Dienst habe. Da habe ich gesagt, ich habe Türdienst. Dann stand Wolfgang Römermann, Pongo, stand dann auch da hinten und da hat er gesagt, was hat denn der dicke Pongo? Hat er auch Dienst? Und so ist das denn entstanden. Dann habe ich das natürlich gleich aufgefasst, Pongo. Ja, und dann habe ich nur noch Pongo gesagt. Das hat sich dann so rumgesprochen und dadurch hat er den Namen Pongo bekommen. Das waren die Feuerwehren. Das Hemd und dann haben wir hier die Schulterklappen dran gehabt. Richtig. Das haben wir alles selber bezahlt. Das haben unsere Eltern alles bezahlt, finanziert. Ja, die Hemden, die haben wir damals bei Ulrich Schmidt, haben wir die alle bestellt. Und unsere Mütter, die haben dann diese Dinger drauf genäht. Ja, also das war das waren die ersten. Hosen, Strümpfe und so weiter mussten wir alles selber finanzieren. Wir haben die komplette Uniform selber finanziert. Wir hatten ja dann die weißen Hosen, die haben wir ja auch bei Ulrich Wagner bestellt. Ja. Hatten wir auch die Hosen. Ja, wir hatten eigentlich alles von Wagner. Und fest waren. Ja, das waren so Lieder, die wir gerne auch gespielt haben. Weil die vom Solo her gesehen haben, was eigentlich unheimlich gerne gespielt. Und also ich glaube, das hatten wir auch drauf, ne? So. Solo-mäßig, also. Wir sind ja damals auch mit dem Jugendzug in Lindau und Niedersachsen Meister geworden mit AIDA. Ja. Und dann gab es noch Ruhmequelle. Ne, das sind eigentlich schöne Erinnerungen. Und wenn ich mich daran erinnere, wenn wir von Meisterschaften zurückgekommen sind und wir haben dann unten am Tor einen angehalten und wir sind die Fleckenstraße hochmarschiert, dann haben wir richtig da reingepfiffen und vor allen Dingen, das hat ja vom Volumen mehr gesehen, erstmal die Masse, die da gespielt hat, und dann das Echo, was dann wieder zurückkam. Und wenn wir dann auf den Markt gekommen sind und die ganzen Leute, die standen da, also das war ein Wahnsinn, was da an Leuten uns in Empfang genommen haben. Ne? Also das, sowas vergisst man nicht. Das ist auch, als wir damals aus Köln gekommen sind, als Vizemeister, das war nachts um drei, stand dann der Bürgermeister, stand auf dem Marktplatz und dann mussten wir nachts um drei, mussten wir diese beiden Lieder spielen, die wir damals bei der Meisterschaft gespielt haben. Sowas vergisst man einfach nicht. Das waren schon schöne Zeiten. Wir befinden uns nun in der Zeit, wo sich der Jugendzug selbstständig gemacht hat, also ab 1978. Hier gibt es zwei Spielleute, die als Pärchen immer aufgetreten sind. Das sind zum einen Holger Lux und zum anderen Michael Römermann. Wir haben dann nun auch 1970 angefangen. Das war dann schon ein guter Musikstil, aber es war nicht die Musik in Vollendung, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wollten moderner werden. Wir wollten andere Musik machen und dadurch, dass wir dann schon Ventilinstrumente hatten, habe ich die Möglichkeit gehabt. Es waren ja keine Notenkenntnisse vorhanden, aber ich konnte dann anfangen und die Lieder umschreiben und habe das praktisch dann aufs Blatt gebracht und sie haben im Endeffekt nach Zahlen gespielt. Aber wichtig dabei ist, es waren ja alles Musiker zu dem Zeitpunkt. Sie haben wirklich alle Musik im Blut gehabt und sie haben sofort verstanden eigentlich, um was es geht. Das ist 78 dann so gestartet, dass gerade das Lied rausgekommen ist von Frank Farian, gesungen von Bonnie M., Rivers of Babylon. Da habe ich mich dann drangesetzt und habe das umgeschrieben und auf unsere Register, die wir da zur Verfügung hatten, eben aufgeteilt, zu Blatt gebracht. So ist das eigentlich erstmal entstanden und es war auch etwas so eine Art heimliche Tour. Der Vorstand, der Vorsitzende, die sollten das alle gar nicht wissen. Den Jugendwart Jochen Zeuger haben wir eingeweiht.
soweit. Dann haben wir uns natürlich heimlich regelmäßig getroffen, um dieses Lied auch einzuüben. Und es hat auch sehr gut geklappt. Ja, und ein anderer Grund war auch noch, zu der Zeit, das waren so die ersten Wurzeln der Idee einer Musikkapelle. Wir haben nämlich schon mit ein paar S-Fanfaren, wurden immer zusammen geübt, immer mit dem Stamm, mit den ganz normalen A1-Fanfaren. Wir können noch mehr, aber der Stamm war noch nicht so weit. Der Stamm war eingefahren in seiner Bahn. Wir haben ja auch Erfolge gehabt alles, aber wir wollten was Modernes. Wir wollten eigentlich weiter. Die Jugend hatte eigentlich die meisten modernen Instrumente. Sousaphon waren wir eigentlich noch nicht so weit, aber eben von der Besetzung her Mellophone, erste Stimme, zweite Stimme auf Trompete und eben das Schlagwerk dazu. Aber die Möglichkeiten waren gegeben, das haben wir auch sehr gut umgesetzt mit den Möglichkeiten. Ja. Offleben war natürlich ein starker Verein, die haben ja auch in unserer Klasse gespielt und die haben natürlich das Heimrecht gehabt, weil es ja in Offleben gewesen ist, die Landesmeisterschaft, aber wir haben eigentlich immer eine gute Zielsetzung, wir fahren los zu Meisterschaften, wir wollen natürlich gewinnen. Und da ist es uns dann auch gelungen, das waren ja die Blaumeisen, das war ja ein sag ich mal, modernerer Fahnenzug mit Frauen, also mit jungen Mädchen dabei und die hatten von sich aus schon so einen kleinen Heimvorteil. Musikalisch waren wir dann doch überzeugender. Bei uns war die Freude groß, so groß, dass die ersten schon an der Zeltdecke hochgehangelt sind. Damit war gar nicht zu rechnen. Man muss ja sehen, wen man dann noch in der Klasse hat. Unser großer Gegner war eigentlich nur das Gymnasium Fulda. Ja, und die war natürlich schon etwas perfekter, weil die ja regelmäßiger eben durch den Schulbetrieb geübt haben. Das war für uns auch wieder ein Ansporn. Auch die werden wir kriegen. Jetzt sind wir noch Jäger, aber wir werden sie kriegen. Gut, man hat uns das erste Mal auch wieder gesehen, man kannte uns nur in den alten Uniformen. Da haben wir alle nachgefragt, wer ist das denn? Wer ist das denn auf einmal? Ja. Natürlich hat das was hergemacht, die neue Uniform, ganz klar. Das Erscheinungsbild war völlig, völlig anders. Naja, ich meine, es gab ja zu der Zeit, gab es ja auf den äußeren Eindruck und Ähnliches, gab es ja noch Punkte. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Aber damals war auch das äußere Erscheinungsbild, was damit losging mit, wie marschiert man auf, wie zackig stellt sich der Verein dahin, wie wird er vom Stabführer geleitet, wie nehmen die alle gleichzeitig hoch, wie ist die Fußstellung, ist die zusammen? Und alle solche Kleinigkeiten wurden ja bewertet. Du musst schon zwei Tage fahren mit Übernachtung, damit auch die Leute wieder runterkommen. Ne? Aber es war einfach nicht möglich. Und wenn du dann nachts um drei fährst, gut, dann haben wir eben halt nochmal irgendwo gesessen zusammen. Bis nachts um eins haben das durchgespielt, weil wir ja alle aufgeregt gewesen sind. Und dann ist das so. Das haben dann, sage ich mal, unsere Eltern, das hätte ja gar keiner mitbekommen. Dass wir zusammen gesessen haben, haben noch ein bisschen Dönekens gemacht, zwei Stunden geschlafen, dann ging's los. Wir haben uns auch selbst aufgebaut. Wir haben das immer so gemacht, dass wir das verbunden haben mit einem Fotoabend. Und dann haben wir uns die alten Bilder des Zuges angeguckt. Ja, das hat uns so ein bisschen aufgebaut dann auch. Bei der Meisterschaft haben wir... Lustiger Wanderer. Lustiger Wanderer haben wir gespielt. Und Wigwam mit Posaunensolo von Wolfgang. Erstmalig mit Posaunensolo. Und man muss sich ja vorstellen, wir waren ja nicht viele. Die Stimmen waren allenfalls mal mit zwei Mann besetzt. Wolfgang war mit der Posaune alleine und er hatte ein tragendes Solo. Und das hat er da sauber durchgezogen. Und auch das sind so Punkte, die dann nachher in die Gesamtwertung eingehen. Duisburg-Rummeln. Ja, da waren erstmal viele skeptisch. Nach dem Motto, ach, da haben sie ja Glück, ja, 80 Mal Meister geworden. Ja, tolle Wurst. Und was kommt jetzt? Wollen wir mal sehen. 81 haben wir es nachgelegt. Du wusstest auf einmal, du hast ja gesehen, was das für ein Niveau ist auf der deutschen Meisterschaft. Und dann musst du sagen, jetzt musst du einen drauflegen. Und dann ist ja Nonstop-Dancing gekommen. Da haben wir ja Nonstop-Dancing eingeübt und dann haben wir noch eins gespielt, Boat on the River. Und wir wussten, wir mussten einen drauflegen. Aber wir haben natürlich auch nicht mitgerechnet, ob wir es wiederholen. Aber es war für uns
uns natürlich eine Bestätigung. Bei den Lindau haben die alle gesagt, das war eine Eintagsfliege, das schaffen die so und so nie wieder. Das war eins der schönsten deutschen Meisterschaften, die wir hatten. Wir haben es gleich nachgelegt. Wir haben einmal in der Einklasse den deutschen Meister und dann den Vize. Und das war 80 Jahre genauso. Wir haben es ja praktisch wiederholt. Ja, da gehört alles dazu. Ich meine, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Du kommst mit dem deutschen Titel nach Hause. Dann hast du ja in der Örtlichkeit auch Leute, die uns unterstützen und auch unser Ortsbürgermeister, der stand ja immer hinter uns. Also das ist wirklich ein guter Freund des Vereins gewesen. Ja. Ob wir nun bei Traute Bierwirt auf dem Saal waren, haben Korkenschießen gemacht mit Sektflaschen. Wir konnten von Achim Monike Sektflaschen nachholen ohne Ende. Der muss beschossen. Und dann ging es bei Horst Wassmann in den Garten, in den Springbrunnen. Da sind sie dann alle rein, auch die wir zu Gast hatten, die uns gratuliert haben, alle rein in den Springbrunnen. Also das war schon eine wunderschöne Fahrt. Und da hat der gesamte Verein ja einen Ruck nach vorn gemacht. Es wurde ja dann sukzessive alles umgestellt. Auch die letzten A1, die wir noch hatten, die wurden dann auf S-Ventil umgestellt. Und dann kamen auch schon die ersten S-Cornets dabei. 3-4 Jahre später haben wir auch schon mal B gehabt. Wir haben dann langsam umgestellt auf B. So zwei B-Cornets aus Österreich, weiß ich noch. Richtig, weil die Stimmung musste geändert werden. Das war ja immer unser Problem damals alles auf S. Wenn du dann Mellophon hast, du musstest die Lieder immer auf die Mellophone umstimmen, weil die wirklich nur eine bestimmte Oktave gehabt haben, wo die gespielt haben. Und dann mussten wir die anderen Instrumente immer mit angleichen. Sie kamen nicht tief genug herunter und sind nicht hoch genug gekommen. Und dazwischen mussten wir immer diese Musik anordnen. South American Dancing. Ja, gut, Brasilien ist zu der Zeit. Das spielen wir heute noch. Ist zu der Zeit auch entstanden. Ja. Das spielen wir heute noch. Evergreen. Salome ist ein Klassiker. Salome, genau, ja. Musical, ja, Medley. Medley. Also da kommen schon reichlich Lieder zusammen. Und angefangen haben wir dann im Zelt ein bisschen. Das hat mit der Unterhaltung zu tun. Das war wichtig, gerade wenn wir in Zelten gespielt haben. Man muss immer unterscheiden, Konzertstück und Unterhaltung. Ja. Du musst ja irgendwo dein Geld verdienen. Da war natürlich die Unterhaltungsmusik sehr wichtig. Oder die Stücke von deinem Vater dann auch. Auch noch, die haben wir auch noch mit rein gehabt. Das ist heute Schmerz. Du kannst nicht immer 17 sein. Marie, der letzte Tanz. Genau, das kann man heute auch noch spielen. Das waren alles die Unterhaltungsstücke, die wir mit reingebaut haben. Ja, das sind so zeitlose Musik. Denn die Grifftabelle alleine hat ja erstmal nichts ausgesagt. Und nachher war es die Grifftabelle Plus. Da hat man dann hinter die einzelnen Griffe hat man einen Plus gemacht oder einen Minus. Dann wusste man geht hoch oder man geht runter. Dann im Endeffekt war es so, die Zeit hat es noch nicht hergegeben. Wir hatten entweder einen Kassettenrekorder oder einen Plattenspieler. Da kann man nicht mal so einfach sagen, jetzt gehe ich in den dritten Takt oder in den zehnten Takt rein. Nein, du musst entweder die Nadel hochnehmen oder den Kassettenrekorder zurückspielen. Ja, wieder Tja, was war mein Lieblingslied? Ich glaube, ich lande beim lustigen Wanderer. Das ist dann auch so weit gediegen, dass wir das sogar auf einer Langspielplatte verewigt haben. Auf der Langspielplatte vom Eichsfeld. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ich bin 84, glaube ich, auch eingetreten und in dem Jahr war dann die Generalversammlung und nichts ahnend wurde eine Mädchenbetreuerin gesucht und irgendjemand hat gerufen, Frau Becker. Dann wurde ich gefragt, ob ich es annehme. Ich sagte spontan ja, weil mir die Musik am Herzen lag. Ich war immer bei den Üben dabei und bei den Fahrten dabei, soweit es meine Arbeit erlaubte. Sie kamen zu mir und fragten, ob sie du sagen dürfen. Da habe ich sie gebeten, sie möchten mich per sie anreden. Und das war im Nachhinein, weiß ich, dass es ein Fehler war. Ich bin ja ahnungslos in diese Sache hineingeschlittert. Aber ich habe mich inzwischen, wie sagt man, dazugelernt. Meine Kinder waren ja noch klein und ich hatte noch nicht so die Erfahrung mit Jugendlichen. Wenn ich so richtig in Erinnerung habe, sind ja die Mädchen gar nicht als Musikerin eingestellt worden, sondern das stimmt doch irgendwie, ne? Das stimmt, die hatten mit den Fahnen, Fahnenschwenker war das. Wie bei diesen modernen Musikzügen, die vorwegmarschiert sind, ne? Jawohl, sie haben ihr Bestes ja gegeben, aber im Großen und Ganzen fehlte da die Trainingsmöglichkeit. Das ein bisschen mehr Schwung und andere Art, das zu machen, das hat gefehlt. Und im Großen und Ganzen passte es irgendwie auch nicht zum Spielmannszug. Es lenkte ab von der Musik. Und sie haben ja auch Applaus gekriegt, alles schön und gut. Aber nachher hat sich das ergeben. Die haben gebettelt und gebetet, dass sie im Zug eventuell mitmachen können. Die haben dann Musik gemacht mit im Zug. Trompete und Mellophon war das ja. Das klappte auch und sie wurden auch aufgenommen, aber es gab doch ein bisschen Ärger erstmal, weil die Jungs das gewohnt waren ohne Mädchen. Es gab ein bisschen Reibereien, aber wir hatten so einen guten Vorstand, dass alles immer geklärt wurde.
Wir kommen in die Zeit, als es etwas ruhiger wurde um den Verein. Wir begrüßen einen Spielmann, der die ganze Zeit miterlebt hat. Das ist Wolfgang Kühne als aktiv noch tätiger Posaunenspieler. Man hat schon versucht, das, was wir so als Jugendzug bzw. als junge Spielleute damals gerissen und gemacht haben, an die Neuen weiterzugeben und denen einfach zu zeigen, so geht's und eben die auch zu motivieren, dass sie dann jetzt mal alleine spielen müssen. Obwohl, das war schon ein komisches Gefühl, nicht mehr dabei zu sein. Es waren ja dann auch die Mädchen dabei, die ja auch integriert worden sind jetzt in die musikalische Ausbildung. Gab es da eigentlich Schwierigkeiten oder war das vielmehr eine Bereicherung, jetzt musikalisch gesehen natürlich? Naja, es war auf jeder Seite eine Bereicherung, die ganze Geschichte mit den Mädels. Vor allen Dingen waren die sehr willig und haben das auch sehr gut gemacht. Also die waren eigentlich sehr, sehr talentierte Spielleute, weil ja gerade auch im Jugendbereich dann immer so eine, sagen wir mal, ein harter Kern altersmäßig auch rausfällt und natürlich auch erst wieder was geformt werden muss. Was aber mit den damaligen Spielleuten dann wirklich wunderbar funktioniert hat. Dann kam nämlich nach 91 die Ruhe. Jeder von den erwachsenen Spielleuten hat da geheiratet, ein Haus gebaut und auch Kinder bekommen. Das war natürlich eine gute Nachwuchsförderung für den Fanfarenzug, ne? Aber in der Zeit waren wir auch nicht allzu viele aktive Spielleute. Also es war schon dann immer beim Auftritt so, dass eigentlich alle da sein mussten, weil es waren 2 Dutzend irgendwie gefühlt. Zusammenhalt der Spielleute? War gut. Ging auch nicht anders. Mit 16 oder 17 Leuten in Göttingen Umzug spielen und anschließend noch eine Stunde Konzert, das ging schon ganz schön auf die Lippe. Und vor allen Dingen, wir haben unsere Spielverpflichtungen trotzdem alle erfüllt. Wir haben nie irgendwo abgesagt. Wir haben mit dem Vorhandenen eigentlich so weitergemacht. Sonst hätten wir vom Grauen auch Ärger bekommen. Naja, also das ganze Wertungssystem und wie das da abläuft, war uns ja völlig neu. Das war auch die Meisterschaft, wo wir im Keller uns so laut eingespielt haben, dass oben das Wertungsspiel gestört wurde. Ja. Die kannten uns halt noch nicht. Man kann uns nicht neben den Raum stellen, wo Wertungsspiel ist, dann sind wir auf jeden Fall lauter. Das ganze System haben wir nicht gekannt. Die Preisverleihung ist kein Pokal, sondern eine Medaille. Wir sind dann Silbermedaillengewinner geworden und wurden hier als deutscher Vizemeister gefeiert, was genau nicht ganz richtig ist von der Darstellung her. Ne? Ich glaube, das hat dann auch bestimmt 10 Jahre gedauert, bis dann hier auch, sagen wir mal, in der breiten Bevölkerung dieses System so angekommen ist. Auch später, dass man mit einer Goldmedaille ja nicht automatisch Meister ist. Das System war uns neu, naja, und den Leuten natürlich auch. Trotzdem war es eine schöne Erfahrung, dort wieder auf so einer relativ großen Event mal wieder zu spielen. 2 Jahre später in Freiburg, da gab es schon eine Goldmedaille. Aber da war auch irgendwie vorher noch ein Auftritt, damals auch mit den Bands, glaube ich, war das so. Jedenfalls waren nur noch wenige von uns bis zur Siegerehrung da. Die meisten haben im Vereinsheim auf das Ergebnis gewartet und dann kam der Anruf Goldmedaille. Naja, dann ist man natürlich Meister. Nein, ist man natürlich nicht. Man gehört dann zu denen, die die Goldmedaille gewonnen haben. Also das ganze System war uns ja damals, wie du schon sagtest, noch nicht ganz so geläufig. Aber das war auch so ein Moment, wo man den nächsten Schritt halt einfach gemacht hat, in diese Kategorie Meisterchor des DBV aufzusteigen. Wir befinden uns in der Zeit, in der sich wieder vieles verändert hat im Verein. Die Zeit von 2000 bis 2010. In dieser Zeit große Ereignisse in Lindau, Wechsel in der Vereinsführung und Wechsel in der Ausbildung. Dazu begrüßen wir ganz herzlich Holger Lux und Wolfgang Kühne, beide in dieser Zeit noch Ausbilder im Verein. Die Voraussetzung war eigentlich, um so eine Meisterschaft auszurichten, dass man eine Grundfinanzierung von 20.000 D-Mark vorweisen musste. Ja. Sonst hätte man den Zuschlag gar nicht bekommen. Das war schon mal sehr schwierig und finde mal da einen Sponsor, der dich da unterstützt. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass damals die Gildebrauerei, weil wir ja auch bei uns im Vereinshaus eben das Gilde ausgeschenkt haben, dass die uns unterstützt haben und diese 20.000 D-Mark bereitgestellt haben. Das war nur die Grundfinanzierung und das muss man erstmal hinbekommen. Aber gut, jetzt um da hinzukommen, wir wollten unbedingt meine deutsche Meisterschaft ausrichten, weil wir
sind ja auch viel unterwegs, ob auf Landesebene, Bundesebene, überall, wo wir ja nun dran teilnehmen und haben gesagt, irgendwann sind wir mal dran und wir müssen es einfach versuchen und wir haben es geschafft. Und es ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden gewesen, 2 Jahre Vorbereitung, also da gehört sehr viel zu. Man muss wissen, es kommen mindestens 2000 Spielleute, die müssen untergebracht werden. Die ganze Logistik, also da muss man schon einen riesen Festausschuss haben, qualifizierte Leute haben, dass man sowas natürlich dann auch ausrichtet. Vor allen Dingen Helfer ohne Ende. Also da waren unheimlich viele Vereinskameradinnen und Vereinskameraden an unterschiedlichsten Stellen irgendwo im Einsatz. Damals mit Bernhard noch zusammen war ich dann auch für die Lautsprecheransagen zuständig. Hatten ja so vorgesehen, auch auf dem Schulhof, denn Übertragung von den Sachen aus der Mehrzweckhalle raus oder beziehungsweise auch aus der Sporthalle raus. Und wie es denn so will, der Kommerz war schon schön. Den Sonnabend habe ich etwas länger geschlafen, musste mich dann ganz schön beeilen, während die ersten schon in Uniform rumliefen. Bin ich ja immer noch übers Dach gelaufen, habe meine Lautsprecherkabel gezogen. So ist das dann eben. Es ging ja nicht nur um die Meisterschaft selbst, wir haben ja auch noch ein Beiprogramm gehabt für die Musiker, für die Spielleute, weil wir selbst oft gesehen haben, wenn wir irgendwo waren, die Spielleute waren irgendwo immer außen vor. Die waren nur für die Bühne wichtig, fürs Wertungsspielen. Aber nein, wir haben den Leuten auch was geboten. Wir haben Samstagabend eine Show gehabt, wir haben Freitagabend, wir haben ein großes Zeltfest noch gehabt. Sonntag haben wir noch auch den Leuten vieles geboten. Was möglich war, es war ja Essen, Trinken, es ist ja alles da gewesen und man hat auch an den Spielleuten gesehen, die haben auch Spaß an der Meisterschaft gehabt. Man hat es ja auch nachher beim Kritikgespräch mitbekommen. Wir haben ja mit den Wertungsrichtern gesessen und die haben auch gemerkt, dass wir schon ganz schön Stress hatten. Wir haben ja nicht nur Musik gemacht, wir haben ja organisiert und nebenbei noch bestückt. Ich bin ja selber noch praktisch als Toilettenfrau losgegangen. Ich bin über den ganzen Platz gegangen, ich habe die ganzen Toiletten bestückt mit Toilettenpapier, Papiertücher und so weiter, weil eben irgendwo auch Leute wieder gefehlt haben. Die waren wieder anderweitig unterwegs. Aber gut, die Wertungsrichter, die haben uns das angesehen. Wir konnten uns wirklich nicht hundertprozentig darauf konzentrieren, auf die Musik, weil wir alle involviert waren. Aber das Publikum hat trotzdem geklatscht und die Halle war zum Bersten gefüllt, als wir dran waren. Sie sind als Musiker noch da, teilweise im Vorstand. Die Jugend von damals ist geblieben, kann man so sagen, ja. Wenn man dann so ein kleines Loch im Jahr hat, muss man sich Gedanken machen, wie schaffen wir wieder Anreize. Es ist schön, wenn man dann auch so diesen Konkurrenzkampf so ein bisschen belebt und wir haben alle ja gegeneinander gespielt. Und das fand ich schon gut, weil jeder hat versucht, sein Maximum zu geben. Es wurde ja ausgelost, wer in welcher Gruppe ist. Es waren ja nun 3 Gruppen. Ich glaube auch für die Besucher war das ein schönes Erlebnis. Ich finde dann immer toll, bei diesen Vereinsmeisterschaften gab es ja dann nicht nur Lindau 1, 2 und 3, sondern plötzlich gab es dann auch noch weitere Gruppen, also auch mit Ausnahme der Dranbleiben, die dann aufgetreten sind. Jachtraumbläser waren damals plötzlich da und haben gespielt. Da war halt einfach Anreiz und die Leute wollten und das Publikum hat, so wie du schon sagtest, sicherlich einen schönen Tag erlebt. Na, es ging ja schon eigentlich 1-2 Jahre vorher los. Da hatte ja mein Vater schon angekündigt, dass er aufhören wird. Und wir haben ja immer noch intern diskutiert, wer übernimmt, wer macht. Aber so richtig haben wir uns da nicht ausgesprochen. Ich bin eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen. Aber gut, es musste ja einer im Endeffekt übernehmen und das ist natürlich dann eine ganz andere Verantwortung. Vorher waren es nur die Musiker, mit denen ich mich beschäftigt habe und jetzt auch mit dem Umfeld, mit Politik und all die natürlich dranhängen. Ist schon eine Umstellung. Man macht dann schon Gedanken, die Verantwortung für den Verein zu übernehmen. Aber am Anfang war es ein bisschen schwierig, um da reinzukommen, aber man hat es dann irgendwann gemeistert, wurde gewählt und dann bin ich natürlich auch an der Pflicht drin, versucht das auch zu verkörpern. Und man muss ja sehen, es sind da auch noch andere Aufgaben. Da sind Außenstehende, die fragen mal an, wie kann man den Fanfaren so buchen, ist das möglich? Oder man unterhält sich auch mit den Veranstaltern, weil man ja selbst auch irgendwas ausrichtet, kommt mit denen in Kontakt. Dann ist man natürlich auch immer auf dem neuesten Stand und viele kommen halt mit dazu, wenn man gerade so steht und gut, man hat dann die Uniform an, sagen sie, oh, da steht an vom Fanfarenzug Lindau, da gehe ich doch mal hin. Gut, dann haben sie dann natürlich auch einen richtigen Ansprechpartner. Die fragen eben halt, wie das funktioniert. Warum sind wir so viele Spielleute? Was haben wir für eine Vereinsphilosophie? Wie funktioniert das alles überhaupt? Nun, da kann man sich ganz nett austauschen. Viele Leute sind dann auch begeistert. Und wenn wir dann irgendwo Veranstaltungen haben, da fragen die doch schon mal nach. Können wir da hinfahren? Können wir uns das mit anschauen? Kommen wir da rein? Müssen wir Eintritt bezahlen? Das ist natürlich auch Werbung für uns. Wir wollen das mal einzwischen nehmen. Ich habe natürlich über die vielen, vielen Jahre, die ich mit Holger zusammen Musik machen durfte, viel gelernt von ihm. Wir haben ja manches Mal auch für den Verein oder auch mit der Kapelle zusammengesessen und ausprobiert und geschrieben. Jetzt plötzlich da vorne zu stehen als der Ausbilder und halt keine neuen Lieder mehr von Holger zu kriegen, das war schon ein Unterschied. Gut, ich habe mich der Sache angenommen, da selber so ein bisschen am Keyboard arrangiert und gemacht und versucht, da eigene Ideen reinzubringen. Wir haben dann sicherlich auch in den ersten 2, 3, 4 Jahre relativ vieles ausprobiert. Na,
Aber was mir in der Zeit unheimlich geholfen hat, also immer noch im Hintergrund Holger, den ich fragen konnte. Damals hieß es noch Kellerkinder in der Mehrzweckhalle. Alles, was dann so mit der Fanfare angefangen hat, die ersten Töne, Berliner Marsch und so. Diese Aufgabe wurde mir quasi abgenommen. Und so konnte ich dann halt meine Sachen mit dem Zug machen. Und irgendwann war dann halt auch der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kaufst du dir zwei Bücher. Das eine heißt, wie gehen Noten? Und das andere heißt, wie geht das Notenprogramm? Und das war dann irgendwo 2008, 2009 die große Umstellung, wo wir gesagt haben, jetzt fangen wir mit dem Kram an. Da sind wir ja heute noch bei. Es ist natürlich auch so, es macht Spaß. Es ist ja für den Verein und man wird ja nicht dümmer dabei. Man sieht ja auch den Erfolg, was dann angenommen wird. Von daher ist einem die Zeit eigentlich auch egal. Bei jeder Meisterschaft bekommt man auf den Zettel geschrieben, was könnt ihr verbessern, was war nicht so optimal. Wir haben uns eigentlich über viele Jahre immer wieder diese Punkte angenommen und versucht, das zu verbessern. Dann irgendwann werden halt die Zettel kleiner, die Aufgaben, die noch zu erledigen sind, kleiner, bis dann zu diesem Spruch damals in Plön, der machte die Klappe zu und sagte, Lindau, da gibt es nichts zu kritisieren. Das ist eine Entwicklung gewesen, die alle Beteiligten natürlich über viele Jahre erarbeitet haben. Das ist nicht so mit sofort da. Wenn wir das hier again, weil damit für mich einfach auch eine neue Zeit beginnt mit den Noten. Ich zum Beispiel spiele auch sehr gern dies Only Wanna Be With You. Ich verbinde eigentlich diese Lieder auch so mit so mal wieder ein Aufbruch auf was Neues. Genau wie wir es heute haben. Wir machen heute mit der neuen musikalischen Leitung, mit den neuen Leuten, die die Musik zu führen, völlig andere Musik wie vor 10 Jahren. Und so gibt es immer wieder mit jedem Stück verbunden auch einen Aufbruch in die Zukunft und das ist auch wichtig. Meine Favoriten, Robert Stolz Melodien, Love Project. Ja, man muss ja auch sehen, auch was dann 2000 angefangen hat, dass wir die Register umgestellt haben. Dass wir versucht haben, wirklich ein breites Band aufzustellen in der Musik. Damals hat man nicht die Möglichkeiten, da hat man wirklich nur 3-4 Register. Heute haben wir natürlich das volle Repertoire. War natürlich auch möglich, weil wir viele Leute gefunden haben, die uns unterstützt haben. Und da sind wir nach Oldenburg gefahren mit ein paar Pärchen und haben das wirklich möglich gemacht, umgesetzt. Da waren wir noch schön im Zwingerclub, Wolfgang, ne? Genau. Da haben wir das umgesetzt und die Möglichkeit war da, viele Instrumente, die wir noch nie hatten, neu mit zu besetzen. Wir befinden uns in der Zeit, in der die Jugend so langsam das Sektor übernimmt, also die Zeit ab 2012 bis zum heutigen Tag. Wer kann uns da besser Auskunft geben als der jetzige musikalische Leiter Andreas Lux? Das war ein legendärer Einmarsch und der Einmarsch ist auch sehr spontan gewesen. Wir wussten zwar oder wir hatten das Glück gehabt, dass wir als letztes einmarschieren, sprich die Messehalle in Erfurt war schon voll. Alle Vereine waren drin, die Zuschauer waren schon drin und alles hat nur noch auf den letzten Zug, den Fanfarenzug Lindau gewartet zum Einmarsch und wir haben kurz vorher unser neues Stück, was auch mein erstes Stück war, das ich zusammen mit Wolfgang geschrieben habe, haben wir draußen noch auf dem Parkplatz mal getestet, ob man das mal im Marsch spielen könnte. Da haben uns schon alle komisch erstmal angeguckt, warum machen die das? Und mit dem Stück sind wir dann einmarschiert in diese brechend volle Messehalle. Das Lied kam auch so gut an, was die Leute mitgerissen hat, dass einfach die ganze Halle mitgefiebert hat, mitgesungen hat, mitgetanzt hat. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, das Video, das sollte man sich angucken. Thank you.
dann kamen die Drum-Senioren, die, glaube ich, eine neue Ära in dieser Kategorie für den ganzen Verband gestartet hat. Das waren auch sehr interessante Übungseinheiten für diesen Start, weil wir einfach auf der Bühne wirklich wir selbst waren, was in unseren Köpfen vorgeht, unsere Talente in diese Stücke eingebracht haben. Und die Drumline, die Senioren, sind dann auch mit einem großen Entertainment-Programm aufgetreten. Mit dem Kopf meines Cousins zwischen den Beinen. Es war eine geile Aktion. Und ich glaube, das ist auch genau das, was die Zuschauer noch nie erlebt haben und besonders auch die Juroren, was sie dann auch von den Plätzen geschossen hat. Das war ein einmaliger Auftritt und so wurde dann auch die Siegerehrung, dass es wirklich, dass wir damit ein riesiges Ergebnis rausgeholt haben und deutscher Meister geworden sind und alle mit offenem Mund davor standen. Sonderüben der Drumline in Lindau. Das schneidest du mal raus, ne? Timo? Die Idee ist damals von Andreas Weber gekommen. Viele kennen ihn unter dem Spitznamen Porky. Der hatte das aus dem Film Drumline rausgeguckt und war der Meinung, das müssten wir mal nachmachen. Der Film lief damals den Zeitpunkt im Kino und auf YouTube konnte man den sehen. Und das hatte er dann damals so rausgesucht und hat uns davon dann auch eine CD gebrannt, hat die verteilt und sagt, guckt euch mal den Film an, der ist ganz gut. Bei der Vereinsmeisterschaft und da hatte er dann die Idee gehabt, weil auch von den Turmbläsern, welche gestartet sind, hatte er die Idee, wir müssen von Schlag bergauf was machen. Dann kam er auf diesen Film zu sprechen und meinte, das müssen wir nachmachen. In dem Film, das handelte von so einer Highschool-Band, da waren so Schlagzeuger und die hatten sich dann noch abgegrenzt als Drumline und die hatten dann so Showtrommeln und das wollten wir dann nachmachen. Ich habe da noch nicht mitgespielt, das war 2005. Da gibt es noch ein schönes Bild von mir, wo ich einen obligatorischen schwarzen Pullover angezogen habe und durfte nur bei der Brassband, bei den Bläsern durfte ich mitspielen, mit Rasseln. Aber dann Drumline konnte die noch nicht mitspielen. Da war ich noch zu jung. Da ging einem schon ganz schön der Stift, weil da waren dann doch noch andere Vereine, die das ein bisschen besser beherrschten wie wir. Also wir waren da schon aufgeregt. Man will ja immer gewinnen, aber ich denke, es war erstmal wichtig, gucken, wo man da steht, weil das war Neuland für uns. Wir haben da ja noch nie große Erfahrungen mit gehabt, deswegen haben wir in den Sachen auch ein bisschen mehr auf Show gelegt, weil wir die Technik noch gar nicht so hatten, wie es vielleicht erwartet worden war. Also wir waren da schon sehr nervös. Wir sind dann in zwei Klassen gestartet, mit den Senioren und mit den Junioren. Weil wir haben uns da dann doch in der Zeit schon ein bisschen weiterentwickelt und die Junioren wurden dann auch schon deutscher Meister. Und zwar waren wir schon generell eine jüngere Truppe und daher, dass die Senioren sich ja, glaube, das war ja Hundelage. Ja. Genau, haben wir uns ja schon qualifiziert und dann hatten wir nochmal die Chance, jüngere Abteil in Königslutter direkt für den deutschen Meistertitel zu spielen. Genau, das war dann 2010, deutscher Meister, Jugend, Drumline in Königslutter. Das war das erste Erlebnis, was wir, glaube ich, nie vergessen werden. Das ist schon eine Hausnummer. Unter anderem Stefan, Andy, Andreas, Roger, Moritz, Markus Macke, Yannick Schmidt. Gerade so welche Persönlichkeiten wie Till war immer derjenige, der neue Sachen kreiert hat, neue Sachen mit eingefügt hat, irgendwo was gesehen hat und es als erstes konnte. Das sind alles so Namen, die gerade uns Jüngeren ausgebildet haben, darauf hinarbeitet haben, dass wir auch in diese Show-Drumline oder in dem Repertoire spielen sollten. Das hat uns schon damals so begeistert und so mitgerissen, dass wir halt immer weitergemacht haben. Irgendwann kommt halt der Standpunkt, dass du von dir selber sagst oder dass wir für uns gesagt haben, wir üben weiter, es geht besser, man kann immer mehr aus sich rausholen und dann haben wir das übernommen. Und 2014 war dann Alzey, Nell und ich. Wir schreiben dann ein Lied fertig. Aber das war an dem Samstag, war es schon sehr schwierig. Haben wir es leider nicht geschafft. Dann blieb uns nur noch letzter Start, Drumline Senioren. Haben wir auf die Bühne geguckt und haben gesagt, ja, scheiße. Die vor uns gespielt haben, beziehungsweise die Truppen, die vor uns gespielt haben, waren sehr stark. Wir wussten, Mist, die ziehen mit. Die sehen, was wir machen, die begleiten, was wir machen, um halt auch besser zu werden als wir. Haben jetzt einfach Spaß. Egal, welches Ergebnis noch passiert, wir haben unseren Spaß. Wir ziehen das durch. Uns war von vornherein klar, weil wir halt auch nicht eine reine Meisterschaftsband sind. Wir
komme aus dem Zelt quasi. Wir spielen bei Veranstaltungen, wo die Leute Spaß haben und neben diesem Spaß auch noch die Musik stattfindet. Und das Schönste war da immer zu zeigen, die Show. Das wollten wir auch in den Meisterschaften nicht verlieren. Klar, das Technische ist wichtig, das wollen wir auch beibehalten. Aber wir wollten nie diese klassische Drumline sein, die ihre Technik runterspielt, die sie halt immer übt. Sondern uns war es immer wichtig, dass wir das Publikum Unterhaltung geben. Und das hatten wir auch in der Meisterschaft. Auf einmal kriegt Andreas ein Gewand um, setzt sich auf Moritz seine Schultern, so dass man Moritz nicht mit diesem langen Gewand sehen kann. Die Bassdrums werden hochgehalten und Andreas spielt da drauf. Oder zum Schluss, Maurice hat sich das ganze Stück lang in diese Kiste versteckt, nur um auf diesen Überraschungsmoment hinzuarbeiten, dass er ganz zum Schluss in dieser sonst schon heißen Halle in Alzey, da war es ja viel zu heiß. 45 Grad drin. Richtig, dass er dann da zum Schluss rauskommt, nur um unsere Sticks wegzunehmen. Ja, und das hat die Juroren dann so überzeugt, dass wir dann 2014 den Meistertitel nach Lindau geholt haben. Das war Heimspiel und wir haben unseren Traum erfüllt. Ich glaube auch mit den Emotionen, die wir den Tag davor hatten, dass auch unsere Jugend so gut abgeschlossen hatte, die haben wir den Sonntag mitgenommen. Mit den Stücken, gerade bei der Senioren-Brassband Bohemian Rhapsody und Wizard of Oz, da haben wir noch vor der Bühne gestanden und da haben wir uns einfach gegenseitig so heiß gemacht und einfach gesagt, Leute, wir gehen jetzt auf die Bühne. Wir spielen Queen. Einfach dieses Gefühl. Und mit diesen Emotionen haben wir diese beiden Stücke dann auch gespielt, haben in der Königsklasse gewonnen als Heimspiel. Das werden wir auch nie vergessen. Beiden Starts, Jugend-Drumline, Jugend-Brassband gestartet und wir haben uns die Goldmedaillen erspielt und sind in beiden Klassen deutscher Meister geworden. Die Meisterschaft, wo wir wirklich einen Rekord für uns, für den Verein aufgestellt haben. Wir haben mit 3 Starts an dieser Meisterschaft teilgenommen, wozu man noch kurz sagen muss, das war jetzt auch das Jahr, wo unsere Jugendlichen rausgewachsen sind aus der Jugend und wir auch das erste Mal jetzt wieder nicht mit der Jugend-Brassband gestartet sind, aber die anderen 3 Klassen alle die Goldmedaille erspielt haben und Tagesbestwertung im Senioren- und Jugendbereich. Niedersachsenmeister. Dadurch auch die Motivation, dann sind wir auch gut aus Corona rausgekommen. Der Spaß ist definitiv wieder da, das geht auch weiter so. Da stetig mit frontal auf die Bühne zu stellen, gegenüber anderen Musikvereinen zu kämpfen, das ist natürlich etwas, was uns sehr prägt und ausmacht. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, auch mal eine Europameisterschaft oder ein internationales Musikfestival dabei sein wird. Wir müssen aus unserem Haus was machen. Wir sehen es heute, jeden Tag wird Musik gemacht. Jede Gruppe kann rein, die Anfänger können rein. Das ist sowas von wichtig. Die Instrumente können hier stehen bleiben, die Noten bleiben stehen. Es kann automatisch immer umgesetzt werden. Jeder kann zu jeder Zeit üben und das war ganz wichtig.
immer noch ganz wichtig ist der Verein selber. Alt und jung zusammen funktioniert, wenn man will. Und das in diesem kleinen Dorf. Und wir mit sehr vielen Musikern schon, also dass wir so gut aufgestellt sind heute, hätte ich eigentlich nie geglaubt. Es ist jetzt so gekommen. Man hat es wieder gehört. Sie sind auf einem musikalischen Niveau, was noch weiter nach oben geht. Und ich schätze, da wird auch immer noch ein Stückchen dazukommen. Aber überall, wo wir auswärts sind, wir kriegen Applaus. Die Leute kommen zu uns. Das ist unser größtes Dankeschön, unser größten Lohn, den wir überhaupt ernten können bei sowas. Und das zeigt uns auch immer wieder, wir sind immer auf dem richtigen Weg. Auch ganz wichtig, es muss auch familiär muss es passen. Unsere Frauen stehen dahinter und das ist ganz wichtig. Wenn das nicht so wäre, hätten wir alle ein bisschen mehr Probleme.